Der US-Präsident Donald Trump hat heute einen der besten Witze des Jahres 2019 gemacht. Auf die Frage von Journalisten, was er denn zu dem Abverkauf an der Wall Street zu sagen habe, sagte er, nein, nein, er beobachte den Aktienmarkt gar nicht. Aber der Dow Jones, der würde dann bald auf 30.000 Punkte steigen und sei doch massiv gestiegen seit dem Jahr 2016, seit er also US-Präsident ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Das war schon ein ganz starkes Stück. Donald Trump hat ja heute die Märkte verunsichert. Durch diese Aussage gehen wir mal chronologisch vor. Naja, es wäre vielleicht besser, wenn wir oder wenn ich diesen Deal mit China erst nach den Wahlen mache, was ja implizit schon mal voraussetzt, dass er diese Wahlen gewinnt. Wörtlich hat er gesagt, I have no deadline. In some ways, I think it is better to wait until after the election if you want to know the truth. Wenn wir also die Wahrheit wissen wollen, und bei Donald Trump ist ja immer die Wahrheit zu Hause, da hat man offenkundig in der Trump-Administration eine ausgeprägte Neigung zu alternativen Fakten. Ich beobachte den Aktienmarkt nicht, aber er ist seit 2016 um so und so viel Prozent gestiegen und wird bald die 30.000er Marke erreichen. Das ist schon ganz, ganz großes Kino. Jedenfalls war es zunächst mal diese Aussage, die die Märkte so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat. Man hat ja heute im Vormittag versucht, sich ein bisschen zu erholen von den gestrigen Kursverlusten, vor allem an der Wall Street. Der DAX ja gestern ganz schwer unter Druck gekommen, hält sich aber heute besser. Jedenfalls war das schon mal der erste Schlag. Und der zweite kam dann mit der Global Times, die getwittert hat, ja, die Amerikaner scheinen ein bisschen zurückzutreten hier von den Handelsgesprächen, weil einige US-Offizielle sozusagen die Drohung ausgeübt haben, die Zölle weiter zu erhöhen. Und das ist jetzt genau sozusagen die Krux. Die Chinesen verlangen ja bekanntlich, dass die Zölle rückabgewickelt werden. Donald Trump scheint nicht bereit zu sein zu dieser Rückabwicklung. Und wir haben eben dann noch einige Aussagen hier von Wilbur Ross zum Beispiel, der hat gesagt, naja, nee, es ist kein Meeting jetzt geplant zwischen den Amerikanern und den Chinesen, respektive deren Delegationen. Und hier Edward Lawrence von Fox hat gesagt, Stand jetzt, sagt die Trump-Administration, Insider hätten ihm das gesteckt aus der Trump-Administration, dass dann die Zölle eben greifen würden, die Zölle am 15. Dezember. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, das sind eben die sensitiven Zölle, weil das direkt dann auf den Verbraucher durchschlagen würde. Der US-Importeur hat dann nur zwei Möglichkeiten, entweder die Preise für die Konsumenten erhöhen oder eben auf Marge verzichten, und das würde dann richtig wehtun. Und die Folge ist das, was wir hier sehen, dass wir praktisch mit ein, zwei dicken roten Kerzchen, nämlich der gestern und der heute, dann mehr oder weniger die gesamten Gewinne aus dem November erstmal egalisiert haben. Nach unten geht oft manchmal doch relativ schnell. Was haben wir noch? Wir sehen, dass also jetzt ein bisschen Konfusion ist. Und hier sagt zum Beispiel T.S. Lombard, ein Analystenhaus, ja, seit die Zölle eingeführt wurden im Handelskrieg, ist das Handelsbilanzdefizit der USA weiter gewachsen. Dass der Handelsbilanzüberschuss der Chinesen hingegen ist auch weiter gewachsen. Deswegen habe Peking so relativ wenig Druck, hier jetzt wirklich den USA weit entgegenzukommen. Wir haben ja jetzt die Einkaufsmanager-Indizes gesehen aus China, die besser waren als erwartet, während der Einkaufsmanager-Index aus den USA, nämlich der ASM-Index, deutlich schlechter war als erwartet. Also da ist so ein Mismatch, wie die Amerikaner sagen. Da ist einfach zu wenig Schmerz, auch bei Donald Trump, denn das, was an der Wall Street passiert ist, ist ja mehr oder weniger ein Fliegenschiss, meine Damen und Herren, an der Korrektur. Ich hatte heute Morgen ja eine typische Korrekturmuster gezeigt, mindestens normalerweise 5%, vielleicht 10% wären drin, zumal ja die US-Märkte so wahnsinnig überkaufte waren, sodass da ein Ausatmen ja durchaus auch mal gesund wäre, selbst aus Sicht der Bullen. Schauen wir uns noch einige interessante Muster an. Hier sehen wir zum Beispiel die Tweets nur von Trump zum Aktienmarkt im November. Da gibt es mehrfach Stock Market, New All-Time High und so weiter, New All-Time High. Aber wenn dann was nach unten geht, dann interessiert sich Donald Trump scheinbar nicht mehr so richtig dafür oder sagt, er würde den Aktienmarkt nicht verfolgen. Interessant ist, dass wer zum Beispiel den S&P gekauft hätte zu Marktschluss, also zu Kassaschluss, 22 Uhr deutscher Zeit, der hätte, seit es diesen Index gibt, nämlich seit 1993, ein Plus von 722% gemacht. Wer jedoch den S&P gekauft hätte bei Markteröffnung, also 15.30 Uhr deutscher Zeit,
der hätte in derselben Zeit minus 13,7% gemacht. Das zeigt einmal mehr, dass die Gewinne an den US-Aktienmärkten meistens nachbörslich kommen, dass da schön an der Schraube gedreht wird. Liquidität ist da nicht so gegeben. Dann scheint es einige Herrschaften zu geben, die ein bisschen an der Future-Schraube drehen. Dann steigen die asiatischen Märkte. So war das Muster oft in letzter Zeit gewesen. Das ist hier der Performance-Vergleich zwischen eben diesen verschiedenen Herangehensweisen, je nachdem, wann man gekauft hätte. Ansonsten schauen wir uns mal die Kursentwicklung an. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, die Charts, meine Damen und Herren, ja, von Capital.com. Der ein oder andere hat das schon gehört von Ihnen. Wir sind jetzt bei 27.416. Das ist zunächst mal die Bremsung jetzt, was wir in den letzten Minuten gesehen haben, dieses Abverkaufs. Es ist eben jetzt so, Stand jetzt, wenn die Nachrichtenlage so stimmt, kommen die Zölle am 15. Dezember. Die Märkte aber haben genau das ja schon längst ausgepreist, respektive eingepreist, dass die Zölle nicht kommen und dass dieser Phase 1 Deal kommt. Kein Wunder, nachdem man ihnen respektive den Algorithmen immer wieder erzählt hat, Deal ist nahe, Deal ist nahe, Deal ist nahe, dann glaubt man irgendwann auch an die absurdesten Geschichten, denn dass die Differenzen groß waren, das ist ja eigentlich klar. China will die Rückabwicklung der Zölle, damit würde aber die USA aus Sicht der Trump-Administration ihr Druckmittel verlieren, hat eigentlich gar nichts in der Hand. Also wie soll das zusammengehen? Das Ganze wird immer schwieriger und jetzt ist eben die Frage, wie kommt man da zueinander? Schauen wir uns die Tech-Werte an, der Nasdaq 8212 und der S&P 3082. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Ich hatte vorhin schon gesagt, der deutsche Leitindex hält sich etwas besser, aber der hat gestern auch einen sehr, sehr großen Schluck aus der Pulle genommen. Jetzt sind wir bei 3000, aber ich muss eine 1 noch davor machen, 13.012 Punkten. Und das, obwohl Donald Trump heute gesagt hat, bei diversen Presseterminen, die er mit Macron hatte, mit Stoltenberg hatte, etc., dem NATO-Generalsekretär, als er sagte, ja, Deutschland, morgen werde ich Merkel treffen. Und wenn die Deutschen ihre Verteidigungsausgaben nicht deutlich erhöhen, dann werde ich eben auch Zölle gegen Deutschland erheben müssen. Gegen Frankreich ist das Ganze ja schon jetzt geplant. Französische Weine, Lippenstift, Käse etc. und ziemlich scharfe Aussagen gegen Macron wegen dessen NATO-Äußerungen, die NATO sei hirntot. Da hat Trump ziemlich stark dagegen geschossen und gesagt, wir werden Weine bezollen aus Frankreich und alles andere. Also hier ist sozusagen permanent dieser Zoll-Trash-Talk am Start. Was macht Euro-Dollar? Hält sich weiter gut nach der gestrigen Aufwärtsbewegung. Einerseits natürlich die ultralaxe Geldpolitik der Fed. Die Zinsdifferenz wird geringer. Auf der anderen Seite eben der Dollar in Bedrängnis, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen baldigen Handelsdeal schwindet. Wir sehen, dass Gold jetzt zulegen kann, relativ deutlich. Eigentlich ein ziemlich optimales Umfeld. Wenn dieser Deal nicht kommt, der ja so oft eingepreist wurde, dann würde das bedeuten, dass nicht nur die Zölle angehoben werden mit dann den Konsequenzen, sondern dass vor allem die Investitionsunsicherheit bleibt. Das ist der große Batzen. Diese Zölle sind nur ein paar Milliarden. Aber was es in den Köpfen auslöst, vor allem an verschobenen Investitionen, das geht in die Billionen. Und das ist der entscheidende Fakt. Schauen wir uns noch The American Crude Oil an, da sind wir hier, $56,11, nicht so viel los, heute die API-Lagerdaten, morgen dann die offiziellen Lagerbestände, darauf wird dann der Ölmarkt besonders gucken. Also, jetzt muss eine Drehung her, Donald Trump, das war fast zu befürchten, mit harschen Aussagen heute einmal mehr, er hat Humor bewiesen, unfreiwillig, das zeigte, dass eben Donald Trump immer nur sozusagen Dinge sagt, die ihm nützen, wenn der Aktienmarkt fällt, dann sagt er, ich beobachte den Aktienmarkt nicht, wenn der Aktienmarkt neue Allzeithochs macht, dann ist das natürlich sein Verdienst. Wahrheit ist nur das, was einem nützt, das ist das Grundprinzip. Und die Märkte sind hin und her gerissen jetzt zwischen dem nächsten Tweet, wo wahrscheinlich dann wieder kommt, wir sind so nahe vor einem Deal, aber vielleicht im Jahr 3028. Aber die Algorithmen würden das wahrscheinlich dann trotzdem feiern. So sinnentleert sind teilweise die Märkte. Schauen wir mal, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.